Alle Abonnenten und Abonnentinnen von Game Pass Ultimate können ihre Spiele, die im Abo enthalten sind, nicht nur über Konsole oder PC spielen. Nein, fast alle sind auch immer über die Cloud verfügbar. Über Xbox Cloud Gaming, aka xCloud. Auch in dieser Woche sind es wieder 6 neue Spiele, die ich euch natürlich hier in diesem Video präsentieren werde. Aber ich werde euch auch erzählen, welche Spiele das Abo verlassen werden. Und zwar diesmal genau am 15. Oktober. Bleibt also dran, es wird wieder sehr interessant. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Beautiful People, eurem Cloud Gaming Kanal. Hier dreht sich alles rund um Cloud Gaming. Los geht's. Für alle Neulinge im Game Pass nochmal, die meisten Spiele im Game Pass sind rotierend, das heißt verlassen nach einiger Zeit das Abo wieder. Zum 15. Oktober trifft es genau 6 Spiele, 4 davon waren auch über die Cloud spielbar. Spiel Nummer 1 ist Evil, außerdem fällt raus Overwhelm und auch Shenzhen IO. The Legend of Jian Ding kann ebenfalls nochmal bis zum 15. Oktober gespielt werden, genauso wie Track to Yomi und auch Turnip Boy Commits Tax Evasion. Also haltet euch ran, um diese Spiele noch zu spielen, egal ob über Cloud, Konsole oder PC. Bereits seit dem 3. Oktober ist Gotham Knights spielbar, auch über die Cloud. Gotham Knights ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das in der bis jetzt dynamischsten und interaktivsten Version von Gotham City stattfindet. Du kannst entweder allein oder mit einem anderen Helden zusammen die 5 verschiedenen Stadtteile von Gotham patrouillieren und kriminelle Aktivitäten beenden, wann immer du sie findest. Dein Vermächtnis beginnt jetzt. Werde zum Ritter der Nacht, denn Batman ist tot. Es liegt nun an der Batman-Familie und damit ist gemeint Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, Gotham zu beschützen und Hoffnung zu ihren Einwohnern, Disziplin zu ihren Polizisten und Furcht zu ihren Kriminellen zurückzubringen. Rekrutiere ein Team von Außenseitern und Schurken mit einzigartigen Fähigkeiten und unvergesslichen Persönlichkeiten und jage den Banished Court bis ans Ende der Welt in einer Mischung aus Echtzeit-Infiltration, rundenbasierten taktischen Kämpfen. Die Lamplighters League bietet eine charaktergesteuerte Geschichte voller Abenteuer und Intrigen. Wenn du deine Karten richtig ausspielst, rettest du vielleicht die Welt. The Lamplighters League ist seit dem 3. Oktober auf Cloud-Konsole und PC spielbar und das heißt, dass dieses Spiel direkt zum Release in den Game Pass gekommen ist. Erobere die Stadt Dertium zurück und stelle dich Horden blutrünstiger Feinde in diesem intensiven und brutalen Action-Shooter. Warhammer 40,000 Darktide ist das neue Koop-Erlebnis des preisgekrönten Teams, das hinter der Vermintide-Serie steht. Wenn Tertium fällt, werden sich die Rejects erheben. Ab dem 4. Oktober neu im Game Pass, auch über die Cloud spielbar. Leckere Snacks, saubere Finger, Snacker, jetzt mit Durchblick. Egal ob Nüsse, M&Ms, Knickknacks oder ganz neu, die Snacker eigene Nussmischung mit Honigsalz Erdnuss. Ein echter Gamechanger. Jetzt 10% sparen mit dem Code ZWIEBAK. Snacker. Leckere Snacks. Saubere Finger. Bei der Forza-Reihe ging es schon immer darum, sich in Autos zu verlieben und eine Community von Autoliebhabern aufzubauen. In Forza Motorsport gelingt dies durch Wettbewerb und Geschicklichkeit. Im neuen Forza Motorsport haben die Entwickler das Konzept des Rennspiels komplett neu gedacht. Das Ergebnis ist ein gigantisches Spiel mit über 500 Autos und 20 Strecken, die alle über eine dynamische 24 Stunden Tageszeit und sich verändernde Wetterlagen verfügen. Die Autos sind handverlesen ausgewählt und so zusammengestellt, dass sie sowohl im Builders Cup als auch im Mehrspielermodus das absolut beste Erlebnis für saubere, spannende und kompetitive Rennen bieten. Und das Beste, das Spiel wird ständig erweitert, denn Forza Motorsport ist eine lebendige, vernetzte und sich ständig verändernde Rennplattform, die sich mit der Community weiterentwickeln wird. So wird sie um neue Rennen, Autos, Strecken und weitere Inhalte ergänzt. Neu im Game Pass und auch über die Cloud ab 10. Oktober spielbar. FromSpace ist ein Einzelspieler und Koop-Action-Shooter für Trupps mit bis zu 4 Spielern. Bewältige mit deinen Freunden die Herausforderung, eine postapokalyptische Welt mit krassen Waffen,
von einer Alien-Invasion zu befreien. Denn das sind keine Kaugummis, sondern die zahllosen Horden furchterregender pinkfarbener Aliens, die den Planeten überrennen. Also schnapp dir deine Ausrüstung und beginne deine Mission. Befreie die Erde von Aliens. Noch nie war das Ende der Welt so stylisch und macht es so viel Spaß. Das Kyo der 1860er Jahre wird von Ungerechtigkeit geplagt und ein Samurai ändert auf seiner Suche nach Gerechtigkeit den Lauf der Geschichte. Greife zum Schwert von Sakamoto Ryoma und begib dich nach Kyoto, um den Mörder deines Vaters zu finden, dich selbst eines angehängten Mordes zu entlassen und deine Ehre wiederherzustellen. Dadurch wirst du der Ära der Samurai ein Ende setzen und die Zukunft Japans für immer verändern. Ziehe deine Klinge, lade deinen Revolver und werde Teil der Revolution in diesem hitzigen historischen Abenteuer, das nur von den Machern von Yakuza Like a Dragon stammen kann. Like a Dragon Ishin ab dem 17. Oktober im Game Pass und damit auch über die Cloud spielbar. Mich sprechen in diesem Video vor allen Dingen zwei Titel ganz groß an. Natürlich Forza Motorsport. Wow, das sieht so realistisch aus. Wenn das Spiel nur annähernd so viel Spaß macht, wie es gut aussieht, dann wird das einfach ein Burner. Da bin ich mir ganz sicher. Das seht ihr vermutlich ähnlich, zumindest wenn ihr Rennsport begeistert seid. Und ich weiß, einige von euch da draußen haben ja sogar so ein Lenkrad, ne? Also für PC, dann funktioniert das bestens. Für Konsole, vermutlich auch. xCloud funktioniert es nicht. Na, das geht nicht. Ihr müsst da schon über den Controller steuern. Außerdem ist bei mir so im erweiterten Favoritenkreis From Space dabei. Wenn euch das Spiel nichts sagt. Das ist zum Beispiel ein Titel, der auch schon bei Stadia mit dabei war. Und ich bin ja auch Mitglied von Cloudplay und hoste alle zwei Wochen diese Talkshow. Und da hatten wir zum Beispiel den Schöpfer, den Creative Mastermind hinter FromSpace, auch bei uns in der Show. Ich sag mal, das Spiel ist mit Liebe gemacht. Also wirklich hervorragend. Schaut es euch unbedingt an. Ist eine klare Empfehlung meinerseits. Was sind aber eure Highlights? Seht ihr das ganz anders? Sind die vier anderen Spieler für die anderen vier Spiele für euch viel interessanter? Dann schreibt mir es wie immer gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt zu xCloud oder Xbox Cloud Gaming, wie es ja offiziell heißt, dann stellt die gerne auch unter diesem Video in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Ahoi und ciao. Alle Game Pass. Und so ist es auch heute wieder. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichken und Geek Music. Zwieback.